Ich begrüße ganz herzlich Professor Tillmann-Meyer. Grüße Sie. Also könnte man drüber schreiben oder drunter schreiben nach dieser Rede des Parteivorsitzenden bei der FDP. Er hat ja recht, oder? Naja, klar, in so einer Rede gibt es immer Punkte, die absolut vertretbar sind. Und zum Beispiel Steuererleichterungen zu sprechen, das erwartet man ja von der FDP ohnehin. Das hat er gemacht. Aber wo er recht hat, ist natürlich auch interessant, wenn er sagt, die FDP zieht jetzt vor die Werktore. Dort hat man sie eigentlich nicht so sehr bisher beobachtet. Das heißt, es gibt eine neue Strategie, die Heimatlosen der Sozialdemokratie abzuholen, abzufangen, aufzunehmen. Und diese Strategie, sich sozusagen ein bisschen breiter aufzustellen, das ist neu und das ist natürlich, wie er auch selber sagte, ein Kommunikationsproblem, also eine Frage der Glaubwürdigkeit, ob das angenommen wird. Daran muss man als FDP wahrscheinlich noch sehr stark arbeiten. Also deswegen hat er sich wahrscheinlich auch verstärkt an der SPD in seiner Rede jetzt abgearbeitet und auch nicht umsonst und nicht ohne Grund, sagen wir es mal so, die Personalie Florian Gerster erwähnt, also ein SPD-Politiker von doch sehr hohem Rang eigentlich, der jetzt bei der FDP sitzt. Ja. Das ist nicht der erste. Ja. Wolfgang Clement ist auch auf diesem Weg weg von der SPD gegangen, auch prominenter NRW-Ministerpräsident-Chef und so weiter. Insofern ist dieser Weg des sozialen Liberalismus, den man ihn da nennt, der ja nicht bedeutet, dass man mit der SPD koalieren will, weil die SPD ja schier auch nicht als große Volkspartei existent ist, sondern dass man sozusagen ein Erbe antritt, was ja durchaus tatsächlich, wenn man das historisch sieht, Sinn macht. Im 19. Jahrhundert war der Fortschrittsmoment sowohl bei der Sozialdemokratie wie bei den Liberalen. Diese Aufstiegsperspektive, die man hier sieht, dass man die Arbeitnehmer in ihrem Leistungswillen unterstützen möchte, das ist ja durchaus ein liberales Spektrum, an das man hier anknüpfen möchte. Aber es steht, wie hier auch angedeutet, schon im Wege, dass eben bisher das Image der FDP ein anderes war, stärker eben auf die Wirtschaftsführer orientiert. Wirtschaftsführer und eher diejenigen, die Handwerk und dergleichen und kleinere Unternehmen haben. Also eher der Mittelstand bis höhere Mittelstand. Also das heißt, ist das jetzt ein Linksblinken von der FDP oder ist das quasi nur zu sagen, also wenn ihr da nicht mehr klarkommt mit eurer SPD, ihr könnt euch gerne bei uns einreihen? Oder ist es eine inhaltliche Verschiebung, die sich da andeutet? Es ist eine kleine inhaltliche Verschiebung durchaus, aber auch eine Rückkehr an die Ursprünge, könnte man sagen. Und insofern macht es in der Geschichte des Liberalismus durchaus Sinn, wenn man diese Fahne wieder stärker Aber interessiert hochzieht. Das jemanden, ob das in der Geschichte schon mal da gewesen ist, wenn es heutzutage quasi dann im Aktuellen kaum gewusst wird? Oder ist das dann auch, wie er sagt, ein Kommunikationsproblem, in Anführungsstrichen, das gelöst werden müsste? Also es ist hauptsächlich ein Kommunikationsproblem natürlich und auch eines der Glaubwürdigkeit, dass eben dieser Schwenk, der nicht unbedingt ein Linksschwenk ist, aber jedenfalls eine Veränderung, dass der angenommen wird, aber der Hinweis auf die Historie muss einem Professor erlaubt sein, zu äußern. Dann hat er die Philosophie Schwarz-Grün hin und her gedreht und auch mit Österreich verglichen, dass wir dann natürlich nur abwarten müssen, was da passiert und was wir davon lernen oder übernehmen könnten überhaupt. Er hat aber auch gesagt, er sei bereit, also mal so sinngemäß übersetzt, für das Tragen einer Minderheitsregierung im Bund. Das ist auch ein Signal, das recht deutlich ist, oder? Ja, das ist natürlich ein gewisses Schwanken. Einerseits Jamaika aufzugeben und zu sagen, man steht für das bessere Regieren und jetzt steht man dann doch zur Verfügung. Das ist ein gewisses Schwanken, aber es hat natürlich jetzt inhaltlich bezogen damit zu tun, dass man die Große Koalition derartig schlecht einschätzt, als vom Output her, dass hier zu wenig kommt und dass eine gewisse Stagnation stattfinden soll aus der Sicht der FDP. Darüber könnte man ja reden, aber ob das eine Lösung ist, eine Minderheitsregierung zu unterstützen, ist natürlich die Frage, einfach weil die Situation in diese Richtung noch nicht sich entwickelt. Das könnte schneller kommen, als wir manchmal glauben, oder auch bis zum geplanten Wahltag noch dauern. Professor Tillmann-Meyer, ich danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie im Studio waren und sich das alles auch angehört haben, um jetzt ein Fazit zu ziehen.